Hallo liebe Freunde, willkommen zurück. Ich bin's, euer Odo. Wieder zurück in unserem Let's Play Civ 6, bei dem ich davor bin, Kairo einzunehmen. Hier bleibt's mal stehen. Du machst eine Beförderung. Kontrollzone ausüben. Naja, plus 10 Kampfstärke bei Verteidigung gegen Stadtangriffe. Was? Kampfstärke beim Besetzen eines Bezirks oder einer Festung. Was auch immer das macht. Was ist da? Deckt. Du machst nix. Du. Wieso kannst du nicht in die Stadt schießen? Ja, du kannst noch immer nichts machen. Ja, okay, wir sind da voll in der Eremitage. Kunstmuseum. Da gibt es in Knossos gibt es noch ein Kunstmuseum, wo das Zeug loswerden können. Jo. Knossos also. Was haben wir da? Und seit heute sind unterschiedliche Institutionen, okay. Antike, Antike, okay. Okay. Knossos. Antik. Universität. Ach, wieso nicht? So. Und jetzt aber, was bauen wir dort als nächstes rein? Sendezentrum. Mont-Saint-Michel. Perfekt. In den Sumpf liegt ein Ding. Was auch immer es macht. Das ist, glaube ich, so ziemlich der einzige Ort auf diesem ganzen, auf dieser ganzen Welt, wo man das Zeug hinbauen kann. Gut, wir können gesehen. Gesandte einsetzen. Wenn wir nach Yerevan setzen, dann haben wir Yerevan in unserer Hand. Haben wir irgendjemanden gerade verloren? Nö. An der Brunei wäre nett. So, einen da. Und zwei hier. Damit haben wir Yerevan wieder als souverän. Was macht das? Ja, okay. Und Banda Brunei noch nicht als souverän. Aber wer weiß, das wird auch noch. Das wird auch noch werden. Wir haben jetzt 5. Das sind 2 hinter dem ersten. Gut. Yerevan hat also auch dem Saladin den Krieg erklärt.
finde ich gut. So, machen wir weiter. Machen wir weiter. Mhm. Amerika hat in New York eine Börse gebaut. Mal kurz so sein. Warte mal. Schieß doch meine Leute. Achso, nein, wir schießen auf dich. Ist ja süß. Die schießen aus Kairo einfach auf meine Artillerie. Finde ich nicht richtig. Mein Erfolg hast du. Wir haben wieder etwas geschehen. Wir haben fortgeschrittene Luftfahrt gestohlen. Gekriegt. Warte, warte, warte. Die kommen so nah an unsere Städte ran, dass wir verschießen können. Ist das süß. Infanteriekorps. Nein, warte mal, zuerst schießen wir da mal drauf. Bist du irre? Das ist tatsächlich ein Kolonialkrieg. Die sind uns technologisch so hinten nach, das ist unfassbar. So, du gehst mal auf. Nachdenken. Du gehst mal auf warten. Vielleicht schaffen wir es doch irgendwann mal. Du gehst da rein. Meine Liebe, und machst das Porträt von Johann Joachim Winkelmann. Okay, naja, okay. Große Kunst. Ah, ihr habt eine Quest in Stadt Jerewan abgeschlossen und eine Belohnung verdient. Einen Gesandten. Hey, super, noch ein Gesandter für Jerewan. Fortgeschrittene Luftfahrt wurde gestohlen. Gut, 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 gut. So, mein Freund. Was machen wir da? Wir können noch was stehlen. Elektrizität. Machen wir doch glatt. Hallo? Achso, es dauert einfach nur. Jo, weiter. Okay, offensichtlich hat da jemand aufgeräumt. Kairo kann auf jeden Fall niemand mehr schießen jetzt. Finde ich gut. Kairo macht auch nichts. Oh, ist ja süß. Eine Fregatte fährt uns vors. Oh, Kapselschiffe. Blub, blub. Macht die Fregatte. Gut, Sparta kann wieder was bauen. Ein Forschungslabor. Rein theoretisch könnte man das sogar kaufen, aber andererseits Sparta ist so schnell im Produzieren. Wie ich es denn? Die könnten wir auch alle machen. Nur das Problem ist, uns fehlt der Platz. Wieso kann ich nicht daher bauen? Was brauche ich dafür? Sagt mir das jemand? Es muss benötigt einen Markt, muss an ein Handelszentrum im Besitz der Stadt angrenzen, muss an Vieh angrenzen. Okay. Das
Muss an ein Industriegebiet angrenzen, muss an einen Fluss angrenzen. Ich weiß nicht, kann das irgendjemand bauen? Solche Sachen? Das ist ja absolut bescheuert. Das Bolschoi-Theater muss an einen Theaterplatz im Bezirk dieser Stadt angrenzen. Ich meine, ich jetzt? Big Ben. Muss an ein Handelszentrum angrenzen und an einen Fluss. Broadway. Muss an einen Theaterplatz angrenzen. Cristo Redentor. Das kann irgendwo stehen, oder wie? Nö. Das muss offensichtlich auf einem Hügel stehen. Na gut, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Das schreckt mich jetzt nicht so. Bauen wir es daher. Bauen wir Cristo Redentor. Was macht der? Tourismusproduktion. Durch Reliquien und heilige Städte verbessern. Na bitte. Das sollten wir schaffen. Mhm. Nächste Runde. Das ist ein ziemlich einseitiger Krieg. Wir haben nicht einmal viele Truppen. Also der Prinz-Level ist definitiv. Selbst für jemanden wie mich, der es noch nie vorher gespielt hat, so einfach. Das sollte es nicht sein. Was ist damit? Sagen wir nein. Ich will Kairo einnehmen und aus. Du gehst mich so an mit deinen Missionaren und wenn ich Kairo einnehme, dann. Das Problem ist, ich hätte dich noch daher schicken sollen. Okay, beschaffen. Ich weiß, das ist auch sinnlos jetzt, aber. So, Hauptstadt erobert. Das wollte ich eh schon immer machen. Okay. Ihr könnt jetzt einen weiteren Handelsweg erstellen. Finde ich gut. So. Du bleibst da stehen. Handelsweg. Yay. Nach Kairo. Damit wir da noch eine Straße hinkriegen. Ja, okay. Ist okay. Du heilst dich hier. Du brauchst noch ein Play. Sarah Harrop als Muse. Naja. So. Schicken wir das da hier. Religiös Porträt und so.
Okay, das sind aber Andries de Graeff, Rembrandt. Oh. Aha. Okay, da hätten wir jemanden, der da sehr wohl dazu passt. Wir haben da nämlich einen Rembrandt auch. Ah gut, aber die können wir jetzt nicht verschieben. Nur dann so machen, dass wir den perfekten Bonus kriegen. Ja, die Stadt behalten wir natürlich. Jetzt kann man auch Frieden machen, wenn ihr wollt. Und zwar, wenn ihr uns all euer Geld gebt. Und den Tee hätte ich auch gern. Und noch eine Stadt am liebsten, aber Kairo lasst ab, was heißt das? Heißt das, dass sie ihren Claim auf Kairo, auf ihren Claim auf Kairo verzichten? Verbreiten hier. Na, wurscht. Gott, was bauen wir in Mykene? Da bauen wir Handwerker. Handwerker sind nie schlecht. Da reparieren wir einfach mal die Wassermühle als erstes. Ah, nein. Ach Mist, das war das Falsche, was ich gedrückt habe. Ich wollte nochmal Kairo anschauen. Wollte schauen, was ich das auch kaufen kann. Wir haben ja da freundlicherweise versucht, möglichst ressourcenschonend umzugehen. Das heißt, wir haben nur Sachen im Stadtzentrum beschädigt. Und draußen, es sollte alles noch gut funktionieren. Bist du irre? Was sehe ich aus? Wir haben jetzt die Möglichkeit, einen Raumhafen zu bauen. Na, schau auf. Wenn wir weiter forschen, lüften wir vielleicht eines Tages die Mysterien. Wenn man eine Rakete startet, fliegt man diese Rakete nicht wirklich. Man hält sich irgendwie nur fest. Okay. Wir können Raketensilos bauen. Schaltet die Militärpionierfähigkeit frei, ein Raketensilo zu bauen. Dient als Abschussbasis für Atomwaffen und Thermonuklearwaffen. Das ist, ich meine, das nimmt alles so viel Platz weg. So viel Platz gibt es auf der Karte ja gar nicht. Okay. Du kannst steigen. Machen wir doch glatt. So, du gehst einfach hierher. Apostel. Inquisition einleiten. Was haben wir da glaubensmäßig anzubieten? 5 Moslems und 2 Zarathustra-Anhänger. Na bitte.
Das sollte sich ja wohl ausgehen, dass wir da wieder zurückkommen. Du heilst dich mal. Du gehst danach, sicherheitshalber. Du heilst dich jedenfalls. Du stehst hier. Gut. Was können wir hier machen? Wir können hier wieder einen Technikbonus stehlen. Finde ich gut. Finde ich gut. So. Und ich werde jetzt ausgeladen. Wir werden nicht gleich aufhören, aber das machen wir noch fertig. Bin gleich wieder da. Okay, wohin gehen wir? Ich weiß nicht, nach Arabien. Nach Kongo. Also wo man nicht hingehen werden, ist nach Japan und nach Aztekenland. Aber Arabien bringt das irgendwas? Oder vielleicht ein bisschen Geld. Okay, klingt gut. So, Panzerabwehr. Wo bist du? Da. Du steckst dich da rein und tust so, als wärst du nicht da. So, nach der Raketentechnik, was können wir als nächstes machen? Die sind schon zwei da weiter im Atomzeitalter, bist du irre, die sind schon da. Machen wir mal den Verbrennungsmotor. Wer ist da oben? Also nicht der Saladin, der Hojo und der Mwamba Nzinga. Finde ich nicht richtig. Wieso sind die so weit schon? Ha, eine Werkstatt. Obwohl, warte mal. Warte. Können wir die kaufen auch? Nein, Werkstatt kann man nicht kaufen. Die könnten wir aber mit Geld kaufen. Wir haben nicht so viel Geld. So, dann war's. Ja. Gut. Auch. Siehst du? Warte. Ja. Braunschauma hat ihren Kleiner gut. Das Ballett war. Und dann schon ein Freund. Das heißt, müssen sie uns verdienen? Endlich. Bleiberei bist du. Die Humons. Na gut. Okay, auf Bereitschaft. Wir das machen können. Wir könnten einen Raumhafen in die Wüste setzen. Das wäre unser Kasachstan.
Aber da will man den Raumhafen nicht bauen, das kostet uns wie lang? Ewig eigentlich. 74 Züge. Machen wir ein Dings, machen wir eine Wohnsiedlung in die Wüste. So, okay, man repariert das Monument. Warte mal. Das sehe ich ja jetzt erst. Wir haben tatsächlich einen Siedler gekriegt. Bist du irre? Der Computer ist schon ziemlich unfähig. Ich überlege gerade, ob wir da wirklich noch irgendwo eine Stadt hier bauen können sollen. Tut mir echt schwer. Na gut, das überlege ich mir bis zum nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Nachmittag oder Abend oder sonst was. Schlaf gut und träumt was Schönes. Bis dann. Ah, scheiße. Könntest du bitte aufhören, aufzunehmen? Unfassbar.